Die Rückkehr in ein lebenswertes Dasein, dieser Traum soll an der Universitätsklinik Köln für Michael Stein wahr werden. Der 46-Jährige leidet an Parkinson. Eine Fehlfunktion im Gehirn führt dazu, dass er seine Bewegungen nicht mehr koordinieren kann. Inzwischen ist die Krankheit so weit fortgeschritten, dass sein Körper ohne Medikamente wie zur Salzsäule erstarrt. Michael Stein ist lebendig eingemauert. Mit einer aufwendigen Operation wollen die Ärzte ihm eine gute Beweglichkeit zurückgeben. Einmal im Monat wagen die Kölner diesen 25.000 Euro teuren Eingriff. Sie wollen in sein Gehirn einen Schrittmacher einpflanzen. Ja, das ist ein solcher Schrittmacher. Das ist nach allen neuesten technischen Kriterien entwickelte Elektrode mit vier Polen. Die sehen Sie hier unten, also mit vier freien, mit vier aktiven Polen. Und diese Elektrode wird, ich zeige es Ihnen mal an meinem Kopf, wird von hier vorne eingeführt über ein ganz kleines Bohrloch von wenigen Millimetern Durchmesser, wird dann in der Schädeldecke fixiert. Sie muss im 10 mm Bereich genau an den ausbrechenden Punkt kommen. Also von hier, müssen Sie das so vorstellen, wird sie eingeführt. Das Ganze liegt dann unter der Haut. Dann wird sie unter der Haut hier nach hinten gezogen und hier etwa an der Stelle hinter dem Ohr wird sie angeschlossen an ein Kabel, das von diesem Generator, das ungefähr wie ein Herzschrittmacher, wird auf dem Brustmuskel etwa hier eingepflanzt, also das so rum. Das Kabel wird so hier hochgezogen unter der Haut, da sieht man nichts von, das stört den Patienten auch nicht, und wird dann hinter dem Ohr mit dieser Elektrode verbunden. Nur geeignete Patienten bekommen dieses Gerät und die Warteliste ist lang. Einige Tage zuvor im Essener Stadtteil Borbeck. Hier in seiner Wohnung vertreibt sich Michael Stein die Zeit bis zur Operation. Er malt, vor allem Landschaftsbilder. Obwohl ihm sein Körper schon lange nicht mehr gehorcht, gelingt es ihm, selbst feinste Details zu Papier zu bringen. Auch seine Fähigkeit, sich zu artikulieren, hat unter Parkinson gelitten. Ich muss das mal auf die Zeiten beschränken, wo ich einigermaßen gut beweglich bin. Und das geht jetzt gerade? Ja, es geht gerade ebenso. Um beweglich zu bleiben, muss Michael Stein ständig Medikamente schlucken. Ein hochdosierter Arzneimittelcocktail, der seinen Körper aber auch durch starke Nebenwirkungen belastet. Seit 9 Jahren steht ihm Birgit Strempel zur Seite. Als Partnerin und auch als Pflegerin. Alleine leben ist aus dem Grunde nicht möglich, weil Hilfe bedarf. Ja? Und auch besteht die Gefahr, dass er sich verletzt, wenn er die Überbewegung hat und irgendwo dagegen knallt, und weil er einfach die Bewegung nicht, weil er die nicht kontrollieren kann. Wahrscheinlich befiel ihn die Krankheit im Alter von 14 Jahren. Diese Fotos entstanden bei seiner Konfirmation. Deutlich zu sehen, der hängende rechte Arm. Die Diagnose der Ärzte: Tennisarm. Es folgten Bestrahlungen, Cortison und eine deutsche Karriere. Ausbildung zum Konstruktionstechniker, Jobs bei verschiedenen Firmen, Hochzeit. Doch die Beschwerden blieben. Schließlich ließ sich Michael Stein in einer Klinik untersuchen. Er war 35, als er die Wahrheit erfuhr. Dann ging Michael zur Neurologin und die Neurologin hat dann festgestellt oder hatte den Verdacht geäußert, juvenilen Parkinson, das heißt jungen Parkinson. Und Michael wurde eingewiesen ins Krankenhaus und man konnte da diagnostizieren, den Parkinson. Michael Stein nimmt an speziellen Seminaren teil, um mit der Krankheit besser leben zu können. Immer noch sticht der verkrampfte Arm hervor. Heute hat die Krankheit den ganzen Körper fest im Griff. Immer noch versucht der 46-Jährige, im Haushalt zu helfen, so gut es eben geht. Er will nur eins: das Gefühl, noch gebraucht zu werden, noch etwas leisten zu können. Und sei es Gemüse schneiden, das er trotz Schüttellähmung noch beherrscht. Verletzungen? Fehlanzeige. Was ich so sehen kann oder was ich selber auch fühle, ist, dass er teilweise sehr traurig ist. Dass er einfach, das Selbstwertgefühl ist nicht mehr so da, weil er immer wieder im Alltag gesagt bekommt oder erfährt, es geht ja gar nicht mehr.
Eine Viertelmillion Menschen leidet in Deutschland an Parkinson. Die Ursache der parkinsonschen Erkrankung ist ein Zelluntergang, Untergang von Zellen in einem ganz kleinen Kerngebiet des Gehirns, der Substantia nigra, das liegt in der Tiefe des Hirnstamms. Diese Zellen haben die Funktion, die bilden Dopamin, das ist ein ganz wichtiger Überträgerstoff für das motorische System. Hier im Kerngebiet des Mittelhirns liegt die Wurzel allen Übels, die Substantia nigra. Die zu Deutsch schwarze Masse ist verantwortlich für die Produktion von Botenstoffen, die Befehle im Gehirn hin und her transportieren. Bei Parkinson gehen diejenigen Zellen zugrunde, die die Trägersubstanz Dopamin herstellen. Das löst eine verhängnisvolle Kettenreaktion aus. Denn ohne Dopamin gerät ein anderer Kern im Gehirn außer Kontrolle, der Nucleus subthalamicus. Der Kern von der Größe einer Erbse entwickelt sich zu einem Störsender und macht kontrollierte Bewegungen unmöglich. Trotzdem bleibt eine Chance auf Linderung. Diese motorischen Hirnareale sind nicht zerstört. Nicht? Die Zellen leben noch und sie sind nur lahmgelegt. Und die können auch nach langen Jahren der Erkrankung ihre Funktion wieder weitgehend oder manchmal komplett aufnehmen, wenn dieser Störsender ausgeschaltet ist. Mit einem Schrittmacher. Die Auswirkungen eines solchen Gerätes auf das Gehirn haben Fachleute im Forschungszentrum Jülich jetzt untersucht. Mittlerweile gibt es genug Patienten, die mit so einem Stimulator leben. Deren Hirne überprüften sie nun mit bildgebenden Verfahren. Das Ergebnis hat die Ärzte überrascht. Die elektrische Reizung führte zu chemischen Veränderungen im Gehirn. Und zwar nicht nur im Kerngebiet, sondern auch in weit entfernten Regionen. Die Schlussfolgerung: Es gibt einige Schaltzentralen, über die viele Bereiche im Gehirn maßgeblich beeinflusst werden können. Würde man weitere Relaisstationen im Gehirn identifizieren, die relevant sind für chemische Veränderungen, auch in anderen Systemen, beispielsweise bei Erkrankungen wie der Depression, dann wäre es natürlich denkbar, dass man mit diesem gleichen Therapieprinzip auch dort wirksam helfen könnte. Wird es dann also so etwas wie einen Schrittmacher gegen Depressionen geben? Es wäre denkbar, dass es so etwas wie einen Schrittmacher gegen Depressionen gibt. Bei Michael Stein steht die Operation unmittelbar bevor. Es gibt keine Garantie, dass der Schrittmacher hundertprozentig anschlägt. Doch er will den Schritt jetzt wagen. Ohne diese OP, das Leben kommt noch Lebenszeit. Man kann nichts mehr machen. Und mit der OP denke ich, dass ich auch in einen Zustand komme, wie ich ihn vor 8 bis 10 Jahren hatte. Und damit kann ich leben. Und damit können auch meine Mitmenschen leben. Es ist soweit. Michael Stein hofft heute, sein altes Leben zurückzubekommen. Im Operationssaal werden die letzten Vorkehrungen getroffen. Christian Dohle, ein Neurologe von der Uniklinik Düsseldorf, testet noch einmal die Beweglichkeit des Patienten. So drehen, hin und her drehen, versuchen große Bewegungen zu machen. Okay, gut. Die entscheidende Vorbereitung erfolgt am Rechner. Professor Sturm und sein Team haben mit Computer und Kernspintomographen Aufnahmen von Michael Steins Gehirn gemacht. Eine exakte Landkarte, anhand der sie den Weg zum Zielpunkt errechnen. Ich muss mich absolut sicher vergewissern, dass ich auf dem Weg durch das Gehirn, von der Stelle des Bohrloches auf beiden Seiten zu dem Zielpunkt kein Gefäß treffe, kein Gefäß verletze, aber auch keine funktionell wichtige Hirnregion. Wenn ich ein Gefäß verletzt treffen würde, würde das zu einer Blutung führen, die den Patienten schwerst schädigen würde oder gar umbringen könnte.
Das muss also vermieden werden. Das kann man auch sehr gut vermeiden. Und Gott sei Dank haben wir bei allen diesen Operationen bisher noch keine einzige Blutung erlebt. Aber dazu sind diese Sicherheitschecks erforderlich. Also was ich jetzt mache ist, Sie sehen die Kreuze, die zeigen den Punkt, an denen die Sonden rechts und links das Gehirn durchdringen, an der jeweiligen Stelle. Und dieses Kreuz darf nie auf ein Gefäß treffen, denn das würde ja bedeuten, dass dieses Gefäß verletzt wird. Kurz vor der OP noch ein Sicherheitscheck. Professor Sturm überprüft die Daten an einem Dummy. Und dass der Ring ist, so tief liegt der Zielpunkt. Und hier ist etwa der Schädelknochen etwa 8 cm. Um die Sonde ins Gehirn führen zu können, bohrt Volker Sturm ein Loch von 8 mm Durchmesser in die Schädeldecke. Dann wird eine Testsonde ins Gehirn geschoben. Sie ist starrer als die eigentliche Elektrode und soll einen Kanal durch das Gewebe bahnen. Michael Stein ist während der OP bei vollem Bewusstsein. Nur so können die Ärzte seine Reaktionen verfolgen. Ich dringe zunächst die Hirnrinde in einen absolut ungefährlichen Bereich, also weit vor der motorischen Region. Dann das Marklager, auch das ist völlig unproblematisch. Gehe dann ganz knapp an dem Hirnkammersystem vorbei und gehe dann durch Kerngebiete, die Stammganglien, an ungefährlicher Stelle in Richtung auf den Zielpunkt und erreiche jetzt gleich jetzt die Obergrenze des Nucleus subthalamicus. Ich bin jetzt 4 mm oberhalb des Zielpunktes und wir tasten uns jetzt mit Hilfe von elektrischer Teststimulation an den richtigen Punkt schrittweise heran. Sein Kollege Dohle überprüft inzwischen, welche Auswirkungen die Stimulation auf den Patienten hat. So. Also was wir hier testen, ist die Muskelsteifigkeit im Handgelenk. Die Elektrode liegt jetzt 4 mm über dem eigentlichen Zielpunkt. Das heißt, selbst bei einer Stimulationsamplitude von 2 Volt, wie im Augenblick, ist eigentlich noch kein Effekt zu erwarten. Und das ist auch das, was wir jetzt klinisch hier beobachten. Wir starten jetzt nochmal die Hand drehen, die große Bewegung machen. Auch das ist von den Wendebewegungen im Wesentlichen kein Unterschied zu dem, was wir vorher gesehen haben. Millimeter für Millimeter nähern sich die Chirurgen dem Zielpunkt. Zusätzlich reizen sie das Gehirn mit schwachen Elektroströmen. Sie sollen das Störfeuer im Hirn herunterregeln. Die Kunst besteht darin, mit der richtigen Stromstärke den idealen Punkt zu treffen. Für Michael Stein ist das mit keinerlei Schmerz verbunden. Man merkt nichts, wenn man die Sonde einführt. Es ist so, wie wenn Sie, wenn Sie Haare geschnitten kriegen, dann fühlen Sie von, dass irgendwas, aber mit Gehirn merken Sie gar nichts. Auch im Schädelknochen nicht. Da gibt es keine Schmerzrezeptoren. Machen wir weiter. So, wir sind auf plus 1, richtig? Ja, plus 1. Genau. Erstmal ganz locker lassen. Jetzt kommt da mir nicht was. So, jetzt ist gut. Sehr gut, Herr Stein. Genau, jetzt erstmal mal die Hand drehen. Wieder große Bewegung machen. So, das ist jetzt relativ. Ja, das ist relativ eindeutig. Die Besserung der Bewegung. Große Bewegung machen. Genau. Faust auf und zu. Super. Ganz super. Das ist schön. 7 Wochen später. Bei den Steins kocht der Hausherr wieder selbst. Als Nachtisch soll es Waffeln geben. Selbstgebackene. Ob wiegen oder Eier aufschlagen, alles kein Problem mehr. Das große Zittern ist vorbei. Nur eine kleine Narbe am Haaransatz erinnert noch an die Operation. Für Michael Stein ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Er kann sich wieder so bewegen wie früher. Es lässt sich wieder so beginnen, so wie es früher war einfach. Ich habe fast wieder mein altes Leben. Das ist für mich, also ich kann wieder rausgehen, wann ich will, wie ich will.
Ich kann wirklich alle Tätigkeiten machen, die ich früher auch gemacht habe. Es ist einfach mein altes Leben. Läuft wieder. Was ist das für ein Gefühl? Ach, ein wunderbares. Einfach schön. Sind Sie jetzt auch wieder ein bisschen selbstbewusster geworden? Ja. Das kann man also wirklich sagen. Ich war wirklich. Ja, stimmt das? Ist er selbstbewusster geworden? Ja, kann man sagen. Ich habe schon ein bisschen schwieriger. Ich habe es deswegen schwieriger, weil ich kriege ja jetzt Antworten. Und es kommt Diskussion. Und so wie früher. Ja, und das macht Spaß. Vorbei auch die Zeiten, als Michael Stein sich nicht aus dem Haus traute, weil er Angst hatte, im Bus von Jugendlichen angepöbelt zu werden. Heute steuert er wieder selbstständig durchs Leben. Selbst lange Strecken auf der Autobahn nimmt er auf sich. Und wenn er Lust hat, fährt er mit seiner Freundin kurzerhand nach Holland. Das Leben hat ihn wieder. In letzter Zeit führt ihn sein Weg oft nach Düsseldorf an die Universitätsklinik. Dort muss er sich nach der Operation regelmäßig untersuchen lassen. Vor allem das Feintuning seines Schrittmachers soll noch verbessert werden. Um die richtige Einstellung zu finden, darf Stein stundenlang vorher keine Medikamente mehr einnehmen, obwohl er auf sie immer noch nicht ganz verzichten kann. Deshalb sind seine Bewegungen in diesem Moment nicht mehr so flüssig. Was ich jetzt mache, ist die Stimulation für die rechte Körperseite nochmal zu verändern. Die rechte Körperseite ist die, die im Augenblick noch etwas unbefriedigend ist von der Einstellung. Da versuchen wir, optimalere Einstellungen zu finden. Was ich jetzt im Augenblick mache, ist von den vier Polen und den vier Kontakten, die Elektrode halt besitzt, einen anderen auszuwählen und zu schauen, ob wir da ein besseres Stimulationsergebnis haben auf diesem Pol als auf der Elektrode, die bisher gearbeitet hat. Mit seinem Gerät kann Dohle nicht nur jede einzelne der vier Elektroden ansteuern, sondern auch die Stromstärke verändern. Mit 130 Impulsen pro Sekunde wird das Gehirn gereizt. Man sieht schon eine leichte Besserung. Wir haben eine kleine Veränderung nochmal vorgenommen. Wir sind an der gleichen Position halt der Elektrode geblieben. Aber haben eine kleine Änderung vorgenommen der Stimulationsstärke. Und man sieht schon, dass da noch eine leichte Besserung gerade jetzt der Beweglichkeit ist. Von dem Eindruck, den wir jetzt halt so haben, besteht halt gute Aussichten, dass er in dem Zustand halt jetzt wirklich dauerhaft für die nächste Zeit auch bleiben wird. Ein weiterer Nebeneffekt des Schrittmachers: Michael Stein kommt mit viel weniger Medikamenten aus als früher. Inzwischen geht es ihm so gut, dass er bereits Pläne schmiedet. Er will wieder arbeiten. Auf einer halben Stelle vielleicht. Doch das ist nicht alles. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass wir in einen Tanzkurs gehen. In einen Tanzkurs? Ja. Ich krieg mich nicht mehr ein. Du bist auch manchmal ein sturer Kopf. Ja, so. Ist das der große Wunsch gewesen schon immer? Ja, ja, ich glaube schon. Schon lange, ja. Der Schrittmacher konnte Michael Stein nicht von Parkinson befreien. Die Krankheit wird weiter fortschreiten und ist dann nur noch mit höheren Medikamentendosen in den Griff zu bekommen. Doch das Gerät hat ihm einige Jahre geschenkt, in denen er ein weitgehend normales Leben führen kann. Und vielleicht ist die Forschung schon bald wieder einen Schritt weiter.